und dafür verurteilt wird oder dass man auch angezeigt wird für jeden Satz, den man irgendwo in der Öffentlichkeit bringt, das erinnert sehr wohl an die DDR-Zeit. Also wenn heute Hausdurchsuchungen stattfinden bei Leuten, die Herrn Habeck Schwachkopf nennen, dann muss man sich wirklich fragen, ob wir solche Dinge nicht schon mal hatten. Und in der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat ein sehr brisantes Interview gegeben. Schauen wir hier direkt mal in die erste Szene hinein, wo es um die Frage geht, darf man überhaupt die aktuellen Zeiten mit der DDR-Zeit vergleichen und gibt es dort überhaupt, sag ich mal, Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten? Mal dieses, man kann es nicht vergleichen, allein dieser Satz ist schon Schwachsinn. Ich sag's mal im wahrsten Sinne des Wortes, natürlich kann man alles vergleichen. Ja? Das ist immer die Frage, welche Schlussfolgerung man daraus zieht und wie man vor allen Dingen Vergleiche zieht. Man darf es nicht vergleichen, ne? Ja. Das wird ja gleich... Genau, also auch das, ja, auch das zu sagen, man darf es nicht vergleichen. Natürlich darf man alles vergleichen. Entweder haben wir eine Demokratie und eine Meinungsfreiheit, also kann ich natürlich auch gerade, was Restriktionen angeht, was man nicht mehr sagen darf, das sind ja teilweise Dinge, über die wir heute wieder diskutieren, dass wir gewisse Dinge nur noch im Privatbereich sagen, ohne dass man sich rechtfertigen muss, dass man sich im öffentlichen Raum mit und das ging uns ja und auch mir als Politiker so, dass man sich überlegen muss, wie man es formuliert und wie man es sagt. Das ist zum Teil nicht falsch, das will ich auch mal deutlich sagen. Man muss nicht alles so rausposaunen, wie es ihm vielleicht durch den Kopf geht. Aber dass man für gewisse Aussagen sofort an den Pranger gestellt wird und dafür verurteilt wird oder dass man auch angezeigt wird für jeden Satz, den man irgendwo in der Öffentlichkeit bringt, das erinnert sehr wohl an die DDR-Zeit. Also wenn heute Hausdurchsuchungen stattfinden bei Leuten, die Herrn Habeck Schwachkopf nennen, dann muss man sich wirklich fragen, ob wir solche Dinge nicht schon mal hatten. Und als Donald Trump die Wahl gewonnen hatte am nächsten Morgen, wie hast du dich da gefühlt? Was hast du gedacht? Nun gut, man war ja relativ zeitig klar, dass er diese Wahl gewinnen wird. Viele haben ja davon ausgegangen, in den Mainstream-Medien sind davon ausgegangen, es wird tagelang dauern, das auszuzählen. Ergebnisse, da signalisieren wir noch nicht, dass das Rennen gelaufen ist. Nicht, dass das Rennen gelaufen ist. Danke dir. Ja, das sieht ja, sieht schon sehr blau aus. Und daran hat man eigentlich gesehen, dass die Wirklichkeit, in der teilweise der öffentliche Raum, auch die öffentlich-rechtlichen Sender, auch im Vorfeld schon berichtet haben, man hat ja so getan, als wenn die Wahl in Deutschland entschieden wird mit einigen Umfragen, dass die eben wieder völlig daneben ging. Ich habe mich dahingehend erstmal gefreut, dass es relativ klar und deutlich ein Signal aus Amerika gibt, von der amerikanischen Bevölkerung dazu. Ich war ja auch an dem Morgen gleich früh um 5:30 schon im ZDF, um Stellung zu beziehen. Also von daher, ja, muss man jetzt natürlich mal schauen, was aus diesem Wahlergebnis wird, wie auch Herr Trump in dieses Amt sich einführt und ob er seine Versprechen, die er hat ja viele gemacht, auch einhalten kann. Auch das müssen wir abwarten. Was sagst du denn überhaupt zu diesem Vorwurf, die AfD wäre so russlandnah und Putin-Freund? Ja, das sind ja auch alles Kampfbegriffe, Putin-Versteher. Ja? Also sobald man mit jemand sich trifft, sobald man eine Position einnimmt, die sicherlich auch russische Interessen mit betreffen. Aber ich sage immer ganz deutlich, auch was meine Person betrifft, was uns betrifft, wir vertreten deutsche Interessen, dafür kämpfen wir. Und die können natürlich auch teilweise deckungsgleich mit den russischen sein. Keine Frage, die sind auch teilweise deckungsgleich mit amerikanischen Interessen. Wir wollen freien Handel führen, wir wollen gute Wirtschaftsbeziehungen haben. Wir sehen Russland als europäischen Staat an, was er ja auch ist, und er muss in Europa integriert werden. Wir wollen keinen neuen kalten Krieg. Das ist unsere politische Message da drin, und ich denke, damit liegen wir richtig, und das ist auch der große Wunsch der meisten Bürger in Deutschland, dass es keine Eskalation und keinen neuen kalten Krieg gegenüber Russland entstehen soll. Das sehen wir ja aktuell in der politischen Debatte, wie vergiftet sie ist, wie wieder ein Wettrüsten quasi in Europa stattfindet. Das besorgt mich, und das sollte uns allen auch nicht ruhig schlafen lassen. Das ist eigentlich Aufgabe eines jeden Politikers in Deutschland, das zu verhindern, dass diese Eskalation weiter vorangetrieben wird. Ja, ich denke auch, dass es wirklich absurd ist, dass nur wenn man für deutsche Interessen ist, dann als Russenversteher oder Putinversteher beschuldigt wird. Natürlich kann man der AfD und auch mir persönlich vorwerfen, ich sei ein Patriot, ein nationaler Egoist, ja, weil ich nur an Deutschland denke und dass es Deutschland, der deutschen Volkswirtschaft und so gut geht.
und zu wenig Solidarität mit der Ukraine oder so zeigen würde. Das kann man mir alles gerne vorwerfen, aber man sollte mir nicht vorwerfen und auch nicht der AfD vorwerfen, dass man jetzt irgendwie speziell Russenversteher oder so etwas sei, nur wenn man sagt, dass man beispielsweise wieder russisches Pipeline-Gas beziehen möchte, weil es halt einfach elementar für die deutsche Wirtschaft ist. In der Tat hatten wir sowas schon mal. Ja, es geht ja noch weiter, dass zum Beispiel Hans-Georg Maaßen vom Verfassungsschutz quasi, wurde der beobachtet? Ja, es wurde eine Akte angelegt und alles über ihn wurde gesammelt. Das ist ja auch eine Sache, ein Unding, ja. Weil der Mann hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Da kommen wir jetzt mal zu Maximilian Krah und Peter Bistrom. Ja, auch bei diesen beiden Herren hat sich bisher keiner der medialen Anschuldungen irgendwie bestätigt, ja. Und da muss man was sagen, es war höchstwahrscheinlich einfach nur eine Schmutzkampagne, wo man auf die letzten Fitzel irgendwie genommen hat, um sie entsprechend negativ zu verwerten. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat ja teilweise sogar Vorermittlungen angestellt, bisher ist da nichts rausgekommen. Und wenn man mal bedenkt, bei Maximilian Krah mit diesem chinesischen Spion, ja, dass der Verfassungsschutz ja davon wusste, wer dieser Herr war und an Krah nicht gewarnt wurde, dann ist eigentlich der Skandal ja nicht beim Krah zu suchen, sondern beim Verfassungsschutz. Aber das nun mal so nebenbei. Wie gesagt, es hat sich nichts davon bestätigt. Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, ob der Umgang der AfD-Führung mit eben Maximilian Krah und Bistron richtig war. Und bevor wir hier auf die Ausführungen von einem Chrupalla schauen, meiner Meinung nach kann man jetzt der AfD-Spitze auch nichts unbedingt Schlechtes vorwerfen. Teilweise haben die beiden Herren Maximilian Krah und Bistron ja mitgezogen bei den Entscheidungen. Und es ging hier einfach darum, auch den Wahlkampf zu retten. Und es ist einfach eher die Schuld zu suchen bei den Medien, die natürlich auch alles irgendwie skandalisiert haben. Auch diese SS-Aussage von einem Krah, die an sich gar keinen Skandal darstellt, wurde ja skandalisiert. Natürlich muss sich ein Krah nur vorwerfen lassen, dass er politisch teilweise unklug gehandelt hat, weil er das gesagt hat, was Fakt ist, aber was man eigentlich faktisch nicht benennen darf. Aber schauen wir jetzt auf die Antwort von einem Herr Chrupalla. Er muss natürlich ein Stück weit zurückspulen. Also es gibt in der Tat Vorermittlungen. Ja, das ist natürlich auch im Begriff, den man mittlerweile im Juristischen benutzt, um jemanden natürlich auch zu diskreditieren. Keine Frage, bislang gibt es weder Ermittlungen in der Form oder beziehungsweise wurde ein Verfahren eröffnet, das ist vollkommen richtig. Ich denke schon sehr wohl, dass wir auch beiden immer den Rücken gestärkt haben. Das kann man natürlich auf die eine oder andere Weise in welcher Form kritisieren, weil natürlich auch im Nachgang muss man auch ehrlicherweise sagen, wie damit auch von den beiden uns gegenüber umgegangen wurde. Also es waren im Nachgang relativ wenige Informationen, die wir als Führung von den beiden bekommen haben, um sie auch im Prinzip zu schützen. Der Rückzug von Maximilian Krah aus dem Europawahlkampf, auch das gehört zur Wahrheit dazu, war seine Entscheidung gewesen. Die hat er getroffen, um, wie gesagt, die AfD davon zu schützen, beziehungsweise das Thema aus den öffentlichen Medien herauszubekommen, dass es nur um seine Person ging und nicht mehr um Inhalte, um unsere Themen. Das war der Punkt, warum Maximilian Krah für sich selbst gesagt hat, er zieht sich daraus zurück. Alles andere, wie gesagt, muss man jetzt abwarten, muss man weiter sehen. Bislang hat sich nichts bestätigt. Gott sei Dank, das ist auch gut so und dementsprechend können wir auch als Partei damit umgehen. Ja. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.